Wir sind ein Team von Wagner Steier in Graz, die unter anderem auch verantwortlich sind für die Mercedes-Benz G-Klasse, wo Sie einige Fahrzeuge auch in Kürze hier sehen werden. Wir sind heute hier in Wels im Allrad-Trainingszentrum, wo wir den ganzen Tag die Möglichkeit hatten, unsere Fahrzeuge mal im Offroad-Betrieb zu erleben. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, möchte jetzt aber ganz kurz in die Runde gehen und die Kollegen fragen, wie ihre Eindrücke des heutigen Tages waren. Super geil, ich war letztes Wochenende schon im Erzberg rum, aber das da ist noch einmal geiler. Offroad-Fahrten haben ihre Tücken. Und diese Tücken mussten auf dem selektiven Gelände des Welser Allrad-Trainingszentrums ALC auch jene kennenlernen, die ansonsten Autos für extreme Situationen bauen. Teure Veranstaltung, zwei Fahrzeuge ausgefallen, Gott sei Dank alle wohlauf, aber super Veranstaltung. Und gleichermaßen geil ging schließlich auch durch den sprichwörtlichen Gatsch. Schmutzig, steil, verschwitzt. Während die einen noch auf ihren Einsatz warteten, treten die anderen Runde um Runde auf dem abwechslungsreichen Parcours des ALC. Unter anderem auch mit jenen Autos, die sie selbst eigentlich mehr von der Seite der Konstrukteure und Produzenten kennen. Spaß an der Ende. Wenn ich da Gebrechen gehabt hätte, wäre ich überall raufgefahren. Ein super Erlebnis, ein traumhafter Tag und anständig viel Wasser und Dreck. Traktion ist alles im Offroad-Leben. Und das bewies das Team von Magna Graz auf eindrucksvolle Weise. Gröbere Bergungsaktionen waren die Ausnahme. Eine perfekte Fahrzeugbeherrschung hingegen die Regel. Absolut toll, fast unglaubbar, wo der überall raufsteigt. Mit drei Sperren kommst du überall hin. Wir sind G-Klasse, galt sowohl für das Gerät als auch für jene, die es bedient. Denn was aus Graz kommt, bringt ganz einfach jene Extraportion an Finesse mit, auf die es im Leben wirklich ankommt. War ein sehr wunderschöner Tag, mit dem Wetter haben wir Glück gehabt, nur leider, dass so viel Lehm war, dass wir nicht überall raufkommen haben können. Sehr gut gefallen, danke. Es war wirklich ein Mörderspaß und die Jungs sind wirklich den ganzen Tag auf und ab gefahren. Insgesamt war es ein Tag voller Schwung und der kann auch bei Fahrten abseits befestigter Straßen nicht schaden. Denn oft muss man hier nach der Devise und bist du nicht willig, dann schalte ich alle Sperren ein und steige herzhaft aufs Gas handeln. Tut man das, dann verschwinden auch gröbere Hindernisse im Nu. Sauberer wurde das Auto zwar nicht, aber die Wasserdurchfahrt ist auch kein Schonwaschgang, dafür jedoch eine große Herausforderung. Schwierigkeiten? Wahrscheinlich der Dreck. Wenn man kurz, vielleicht einmal kurz einen Blick auf die Fahrzeuge wirft, wird man sehen, wie sie jetzt ausschauen. Abschließend kann man feststellen, es hat uns allen sehr gefallen. Wir können es nur weiterempfehlen und werden sicher einmal wiederkommen. Danke.